Das Schwein hat das Handy gehabt von meiner Tochter, oder was? Er hat es dabei gehabt. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ganz entspannt. Was ist denn los? Was ist denn los? Wir müssen unseren Job machen. Ganz ruhig bleiben, ja? Warte mal. Fragen Sie doch mal eben, was los ist, ja? Ganz ruhig. Mathilda, warte mal. Darf ich das mal eben in den Finger drin vernehmen? Warte, ich gebe ihm das mal zurück, ja? Es geht um meine Tochter. Ihr habt die Ruhe weg, ey. Ganz ruhig. Ja, ich hoffe, dass Sie mir das Überwachungsvideo zugeschickt haben. Was habt ihr denn? Ich kann zwar verstehen, dass die Polizisten und alle ihre Arbeit machen müssen, aber es geht hier um meine querschnittgelähmte Tochter. Das müssen die auch verstehen. Das ist meine Tochter. Das ist der Pkw schon mal. Haben Sie richtig zur Fahndung ausgeschrieben? Schwarz angezogen. Ja, aber vom Laufen würde ich sagen, beide männlich, faktisch. Aber haben beide Sturmhauben auf. Im Kofferraum befand sich der Kellner Nick. Tatsächlich war er hier auch verletzt. Es schien so, dass er vielleicht jedoch unschuldig sein könnte. Aber auf der anderen Seite hatten wir das Überwachungsvideo. Und das Überwachungsvideo zeigte hier zwei maskierte männliche Personen. Also ganz so aus dem Verdacht konnte ich das noch nicht ausräumen. Können Sie mir bitte einmal sagen, was los ist? Meine Tochter stirbt vielleicht gerade und Sie gucken Filmchen. Auch beim Einsatzteam des Partyschiffs fehlt weiter jede Spur von Stefans vermisster Tochter. Bis plötzlich ein Wimmern aus dem Bootsinneren Hoffnung macht. Ob es von Roxy stammt, soll sich kurz darauf zeigen. Oh, der ist nackt. Auch das noch. Scheiße. Wer ist das denn? Hallo! Wach werden! Oh. Michael, ich brauch eine Schere. Hast du was dabei? Liegen bleiben. Alles gut, ich befreie Sie jetzt erstmal. Okay, nicht super. Mit den Armen weiter rumhantieren, das gibt nur Abschürfungen. Hast du Roxy gesehen? Ganz langsam, ganz langsam. Moment, langsam, Mike, langsam. Okay. So, jetzt setzen Sie sich langsam mal hin. Kommen Sie mal hoch, ich helfe Ihnen auch ein bisschen hier. So, ganz langsam. Kennen Sie ihn? Er war vorhin hier auf jeden Fall. Aber nicht persönlich irgendwie. Also es ist nicht der Nick oder irgendwie. Nee, kann man denn hier? Fette Kopfplatzwunde. Hast du ein Mädchen im Rollstuhl gesehen? Niemand. Kommt ja an die Kopfplatzwunde. Ja, wir holen uns erst mal hoch, würde ich vorschlagen. Stehen Sie mal langsam auf. Was sind mit Ihren Klamotten? Wo sind die denn? Ja, die liegen doch vor ihm. Sind das Ihre Klamotten? Nein. Wo sind meine Klamotten? Was hatten Sie denn an? Das ist zwar nass. Also Sie waren auf der Party. Das ist zwar nass, aber wir hängen das einmal jetzt mal über. Nehmen wir auch mal hier. Unter einem der Partytische haben wir dann noch jemanden gefunden, der nur noch seine Unterhose anhatte. Und der hatte eine Platzwunde am Kopf. Das könnte natürlich auch die Ursache sein, warum da diese zerbrochene Flasche lag. Es war ja schließlich Blut dran. Hat man ihm damit eine übergezogen von hinten? Ja. So, nackt, die Jacke. Kopfplatzwunde und Abschürfung an den Handgelenken, weil er mit Kabelbissen gefesselt war. Das sind die Schuhe. Stehen bleiben! Was soll denn der Mist? Ganz langsam, keine Bewegung, keine hektischen. Wir kommen mal zurück, hier auf mich zu und keine Bewegung, ganz langsam. So, wir stellen sich hier mal hin, halten sich hier mit beiden Händen fest. Was war denn das? Ich wollte schnell weg. Ja, das habe ich gesehen, warum? Ja, ich wollte nach Hause. Jetzt mal ganz im Ernst, Sie rennen doch nicht weg, wenn er sagt, das sind die Schuhe. Was hat es mit den Schuhen auf sich? Ich weiß nicht, was er meint. Mir kam das vorhin schon so komisch vor mit den ganzen Klamotten hier, das passt doch hin und vorne nicht. Ja, habe ich mir geliehen von ihm. Haben Sie es geliehen von ihm? Weil ich auf die Party wollte. Ja, also, Tacheles, ich gehe davon aus, Sie haben ihn da niedergeschlagen. Das unterstelle ich Ihnen jetzt gerade mal. Die Aussage des Beschuldigten, dass er hier die Körperverletzung begangen hat, um an die Klamotten ranzukommen, nur um die Party besuchen zu dürfen, war für uns natürlich überhaupt nicht glaubhaft. Und so mussten wir noch in andere Richtungen ermitteln. Gehört ihm noch was, irgendwas? Das grüne T-Shirt auch? Die Hose. Das klären wir mal nachher. Okay. Sie haben ihm eine Kopfplatzwunde geschlagen für die Klamotten. Ja, ein Hammer. Ist eine White Party. Eine White Party. Abmarsch jetzt hier. Abmarsch. Du hast White Party genug heute. Abmarsch. Unmöglich. Kann ich eigentlich wieder nach Hause? Nee, alles bleibt jetzt hier erstmal sitzen, bis geklärt ist, was hier genau los ist. Das ist doch keine normale Party. Beunruhigende Geschehnisse häufen sich, während die fieberhafte Suche nach Roxy weitergeht. Polizeihauptkommissar Georg Kuhn erhofft sich unterdessen Hinweise durch den mittlerweile aufklärenden Mann aus dem Kofferraum. Ich wurde von zwei Leuten angegriffen beim Boot. Ja. Und ich habe Roxy mitgenommen, getragen und im Wald dann gelassen. Ich konnte nicht mehr. Ich musste dann alleine weiter und irgendwann hat mich dann jemand niedergehauen. Wie geht's, Roxy? Ist sie verletzt? Ich weiß es nicht.
Ich musste sie alleine lassen. Als Sie Roxy alleine gelassen haben, war sie verletzt? Nein. Sie war nicht verletzt? Sie haben nur mich angegriffen. Können Sie uns sagen, wo die ist? Ungefähr? In welchem Wald? Wo sind die Boote? Ja, ungefähr. Theoretisch am Fußende. Genau. Ja. Hat das was mit den Booten zu tun? Ja. Links, links, in die Richtung. Ja, verstehe. Dort sind die. Und dann ist sie da auf dem Boot oder wo ist sie? Nein, ich habe sie in der Ecke gelassen, ein bisschen versteckt. Ja. Okay. Wo denn jetzt genau? Hier vorne oder was? Okay, also Roxy. Herr Bening, Sie bleiben mal bitte ruhig. Roxy, geht's gut. Er hat doch gesagt, die Richtung. Können wir jetzt? Ja, das ist ja. Nee, ich bin nicht entspannt. Ich gehe jetzt. Was Sie machen, ist mir jetzt egal. Herr Bening, wir kommen jetzt sofort zu Ihnen. Warten Hallo. Sie bitte. Bleiben Sie doch mal bitte hier. Nachdem die Polizei dann mit dem Vater wieder weg war und weiter das Mädchen gesucht wurde und der Patient im Auto immer weiter aufklarte, konnte er natürlich auch dann einige Angaben machen. Wie kommt man denn in so eine verzwickte Lage rein? Das war echt krass. Ja, ich war eigentlich ganz normal nur auf dem Weg zur Arbeit und musste ich ganz kurz noch pinkeln. Dann habe ich hier im Boden so ein bisschen Erde gesehen, die aufgebuddelt war. Habe ich reingeguckt, da war dieses ganze Geld drin. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht haben mich die beiden Jungs beobachtet und okay. sind mir dann gefolgt. Ich bin dann zur Arbeit gegangen. Hast du das Geld dann auch mitgenommen auf die Arbeit? Ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt die Polizei rufen, weil sonst hätten die Party gesprengt. Ja. So, mein Chef, der hat einen Kicker auf mich. Ich musste schnell dahin. Ja. Wo ist das Geld denn jetzt? Ich habe das unten in der Box gelassen im Boot. Okay. M20. So eine gelbe Box. Gelbe Box, M20, ja. Okay. Und ist das okay für dich, wenn ich noch mal kurz in meine Leitstelle funke? Und, perfekt. Sanitäter Ralf Neumann übermittelt die Info an den Beamten auf dem Partyboot, der sich umgehend auf die Suche nach der beschriebenen Box macht. Die Räumlichkeiten sind mehr als unübersichtlich, aber unter Deck wird Simon Funke endlich fündig. Ja, du, hier stehen Zahlen drauf. M16, 6, 10, 8, 12, 20, da, ja. Warte mal, ich leg dich mal kurz zur Seite. Ja, da ist aber nichts. Okay. So, da bin ich wieder. Hat ein bisschen gedauert. In der Kiste war nix, aber unten drunter war das Geld. Wenn ich es überschlagen müsste, würde ich sagen, ja, zwischen 7.000 und 10.000 Euro in etwa. Ja. Ja, ich komme rüber zu dir. Wir brauchen dann wahrscheinlich eh noch die Spusi. Mal gucken, wie wir das hier machen. Nachdem ich das Geld aufgefunden hatte, war für uns natürlich schon fast klar, dass es sich hier um den Tankstellenräuber handelte. Ob Roxy jetzt hier natürlich die ganze Tat beobachtet hatte, mussten wir noch nachermitteln. Wir wissen, dass sie zu tot waren. Wo ist denn ihr Komplize? Reden Sie mit uns! Was hast du mit Roxy gemacht? Es geht auch um die Frau. Haben Sie den Rollstuhl ins Wasser geworfen? Was hast du gemacht? Hat ihr Komplize, Roxy? Ey, sprich jetzt, sag irgendwas! Was ist mit meiner Schwester? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles gut. Ich appelliere jetzt wirklich mal an Ihr Gewissen. Sie möchten ja wohl nicht, dass jetzt hier zu dem Überfall auch noch ein Tötungs- oder Körperverletzungsdelikt dazukommt. Es geht hier ums Leben von der jungen Frau. Hallo, jetzt mal raus mit der Sprache. Sag dir gar nicht, ich bin auch nur mein Anwalt. Okay, gut. Dann nehmen wir mit. Mitkommen hier, es geht um Streifenwagen. Aber erklär mir mal, wieso hast du da jetzt so viel Geld? Ja, frage ich mich jetzt auch. Ich erkläre es dir gleich. Setz in den Streifenwagen, dann erkläre ich dir. So, mitkommen hier. Natürlich ist es ein gutes Recht als Beschuldigter, hier im Strafverfahren nichts zu sagen und auf seinen Rechtsbeistand zu warten. Obwohl ich ihn an seiner Ehre gepackt habe und wollte unbedingt wissen, wo das junge Mädchen ist, hat er hier keine Aussage treffen wollen. Von daher haben wir wirklich gehofft, dass die anderen Einsatzkräfte jetzt die verschwundene Schwester auffinden. Die Suche am von Nick beschriebenen Abschnitt des Ufers nimmt derweil eine Wendung, als die Beamtenstimmen aus einem angrenzenden Gebüsch hören. Vorsichtig nähern sich die Beamten, in der Hoffnung, nun endlich Roxy zu finden. Wo hat der Typ das verdammte Geld versteckt? Ich weiß es nicht. Geh weg jetzt von mir. Wo ist das Geld, Mann? Ich weiß nicht, wo das scheiß Geld ist. Der Geh typ, jetzt. Wo hat der Typ das versteckt? Ich weiß es nicht. Geh jetzt einfach weg. Geh jetzt, wenn ich das Geld habe. Ich hab's nicht. Geh jetzt. Geh jetzt. Lass mich einfach in Ruhe. Polizei! Ey! Kackst du meine Tochter an? Was Polizei! Ich bin aber meine Tochter! Oh! Ey! Wir brauchen einen RTW zur Einsatzstelle, und zwar rechts vom STW.
Soll er sich dann bemerkbar machen, wenn er dort ist? Rechter Arm nach hinten. Oh, fuck. Doc Allein, wie sind Sie? Haben Sie einen Namen? Sag nichts ohne meinen Anwalt, verdammt. Habe ich verstanden. Dann werden Sie jetzt von mir direkt belehrt? Deeskalation ist für uns natürlich unheimlich wichtig. Wir sagen immer grundsätzlich, sobald wir emotional werden, verlieren wir die Kontrolle über die Situation. In dem Falle war es jetzt so, dass die Roxy dann dementsprechend wohl impulsiv gehandelt hatte, was ich aber ausnutzen konnte, um dann den Täter hier festnehmen zu können. Wo ist eigentlich Nick? Geht's ihm gut? Dem ging's schon wieder besser, oder? Nick wird jetzt ärztlich versorgt. Der ist auf dem Weg ins Krankenhaus, ihm geht's gut. So schlimm? Aber ich möchte gerne wissen, was also von dir was passiert ist. Also, wir waren auf der Party. Roxy bestätigt Nicks Aussagen und ihren Angreifer und den bereits festgenommenen Jamil als Komplizen. Die Räuber hatten auch Roxy auf der Suche nach der Beute bedroht. Ihren Notfallknopf jedoch hatte sie zuvor aus Eitelkeit abgenommen. Ich habe mir so Sorgen gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Fast gestorben. Aber Papa Nick hatte nichts damit zu tun. Wirklich. Er wollte mich nur beschützen. Okay. Und jetzt liegt er im Krankenhaus. Na komm. Ich bin total stolz auf mein tapferes Mädchen. Bin zwar vor Sorge fast gestorben, aber ich muss auch zugeben, nach dem Unfall habe ich Roxy wohl viel zu wenig zugetraut. Ich habe nur ihr Handicap gesehen und nicht den Menschen in ihr, aber das werden wir sofort ändern. Ah, okay, schön. Super, weiß ich Bescheid. Ich geb's weiter. Ja, alles klar. Jo, ciao. Gefunden. Oh, Gott sei Dank. Ja, Leben. Ist gefunden, Leben. Alles gut. Oh mein Gott, Gott. Ja. Wo ist sie? Wie geht's ihr? Ist alles in Ordnung. Keine Verletzungen, überhaupt nichts. Also es geht ihr gut. Sie ist auf jeden Fall bei meinem Kollegen. Die haben sie auch gefunden. Als endlich die Nachricht von der Polizei kam, dass sie jetzt gefunden wurde, ey, ich war so mega glücklich. Ich bin einfach nur froh, dass alles gut gelaufen ist und dass es ihr gut geht. Und ich möchte jetzt auch einfach nur noch zu ihr. Nicks Wunde wurde im Krankenhaus versorgt und seine Atmung überwacht. Er konnte nach einem Tag wieder nach Hause. Auch Roxy erholte sich schnell von den Vorkommnissen. Sie und Kellner Nick sind mittlerweile ein Paar. Ermittlungen bestätigten, dass die Räuber sich auf der Party ihre Diebesbeute zurückholen wollten. Roxys Rollstuhl hatten die beiden Männer aus Wut über Roxys und Nicks Flucht über Bord geworfen.